Schwarze Stiefel, roter Mantel und ein weißer Bart. Das ist der Nikolaus. Nicht aus Plastik, sondern in echt. Auf dem Weihnachtsmarkt in Plochingen beschenkt er Kinder mit Leckereien aus seinem Jutesack. Hinter dem weißen Rauschebart steckt der Kleindarsteller Roland Zenner. In seinem Sack sind frisches Obst und Süßigkeiten. Spenden der Stadt. Schon seit über 30 Jahren spielt er den Nikolaus und kann so manche Geschichte erzählen. Dann natürlich im Kindergarten. Da haben sie mir mal ein Haus gebaut, dann bin ich in das Haus. Dann wollten die Kinder unbedingt, dass ich in das Haus reingehe. Dann bin ich reingegangen, dann kam ich fast nicht mehr raus. Und da hatte ich also wirklich geschwitzt, aber die haben sich gelacht, die Kinder. Die haben gedacht, der dicke Nikolaus kommt da nicht mehr raus. Naja. Während er früher für traditionelle Hausbesuche gebucht wurde, verteilt er heute hauptsächlich auf kommerziellen Weihnachtsmärkten seine Geschenke. Doris Reif-Wölki von der Agentur für Arbeit in Stuttgart vermittelt Nikoläuse schon sehr lange. Auch sie bemerkt eine Veränderung des Nikolausmarktes. Wir haben damit mal begonnen vor, ich glaube, über 20 Jahren und haben sehr traditionell auch auf Familienfeiern und Familien-Nikoläuse gesetzt. Mittlerweile ist so ein bisschen zu beobachten, dass es weniger um die Traditionspflege geht bei dem Thema Nikolaus, sondern mehr um das Thema Event auch. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, Sie können mittlerweile wirklich an jeder Ecke übers Internet Nikoläuse buchen. Um als Nikolaus auch in Zukunft gebucht zu werden, legt Roland Zenner großen Wert auf sein Kostüm. Da sind die geputzten Stiefel genauso wichtig wie der perfekte Sitz des weißen Rauschebarts. Doch das klassische Kostüm allein macht noch lange keinen guten Nikolaus aus. Wenn Sie einen Nikolaus spielen oder diese Person verkörpern, ein Kind merkt das sofort, ob man das mit Herz macht oder nicht. Und wenn man es nicht mit Herz macht, dann muss man es bleiben lassen. Roland Zenner ist mit seinen 66 Jahren immer noch mit dem Herzen bei der Sache. Egal, ob in der warmen Stube drinnen oder draußen auf dem kalten Weihnachtsmarkt. Ihm ist vor allem eins wichtig: Kindern eine Freude machen.